Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Minecraft. Ja, Arbeitsalltag auf der Baustelle. Wir sind noch gerade dabei, unseren Turm fertig zu bauen. Und ich bin jetzt hier so ein bisschen vorsichtig schon am Rumkraxeln, dass ich hier nicht noch irgendwie abstürze. Und jetzt muss ich mal gucken. Wir haben, glaube ich, noch genügend Bruchsteine. Ich werde hier nochmal ein bisschen Stabilität reinhauen. Und hier einfach hier innen drin auch nochmal bauen. Und nochmal eine Etage höher zur Not. Den Rest hier mit Diorit werden wir auch nochmal mit Diorit bauen. Das wäre jetzt Blödsinn, jetzt hier einen Stein quasi auszulassen. Solange wir die Baumaterialien nämlich noch haben, ist das okay. Ja, doch, haben wir noch genügend. Nachdem schon, wird knapp, aber ne, reicht. So, seht ihr wohl. Schon können wir hier nochmal ordentlich weiterbauen. Ich glaube, das müssen wir nachträglich machen, ne? Das triggert wieder nicht richtig. Ja, da wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Ist immer ein Witz, dass man immer erst Ankerpunkte braucht, ne? Vielleicht nicht irgendwie. Das war knapp. Es reicht immer nicht, einfach nur irgendwie zu versuchen. Oh, ich sollte, glaube ich, crouchen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Sehe das sonst noch, dass wir hier runter segeln, ne? Und das auf die unschöne Weise. So, guck mal hier nämlich mal ganz vorsichtig rum. Setzen wir auch noch einen drauf. So, dann haben wir das schon mal. So, dann müssen wir uns rein theoretisch ein bisschen behelfsmäßig weiter helfen hier, ne? Die einzige Sache, die ich jetzt ein bisschen am Überlegen bin, eigentlich brauchen wir hier oben nicht so einen riesen Freiraum lassen, ne? Wir könnten hier rein theoretisch auch eine Decke reinziehen. Denn Schwarzholz haben wir noch genügend dabei, also warum nicht? Und da können wir theoretisch eins machen. Nämlich eins freilassen und dann doch nochmal einen Weg nach oben in den Dachstuhl bauen. Wenn es reicht, das muss man gucken. Wenn das noch hoch genug ist, dass das da bis oben noch reinpasst, dann ist okay. Ansonsten, und es ist schon wieder Nacht. Gut. Also erstmal schnell nochmal ratzen gehen hier, ne? Damit uns das Ungeziefer in Ruhe lässt. So, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt bräuchten, um hier nochmal ein paar Leitern zu bauen. Wir bräuchten 3 Sprossen noch, ne? Stellen wir hier kurz die Werkbank mal hin. 3 Leitersprossen bräuchten wir. Da haben wir's. Reicht sogar. Ja. Das können wir wieder abbauen, den brauchen wir nicht. So, dann bauen wir hier nämlich nochmal 3 Leitern dran und dann haben wir es. Kommen wir bis nach oben. So. Einmal frei. So, dann können wir hier nämlich theoretisch hier die ganzen Steine wieder wegmachen. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Spitzhacke haben wir zum Glück noch eine. So. Würde so gehen. Jetzt ein bisschen überlegen, ob wir hier vielleicht noch eine Ecke reinsetzen. Aber dann bräuchte man noch mal Diorit-Dingsbumskirchen, ne? Lassen wir, glaube ich, einfach mal erstmal so. Gehen wir mal eine Etage höher. Wir gucken mal, ob wir schon so hinkommen, wie wir uns das gedacht haben. So, denn hier müssen wir auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir uns hier erst noch mal eine kleine Erhöhung bauen, damit wir hochkommen.
So, und schon können wir hier weiterbauen. Das Gute ist, jetzt ist es auch nicht mehr ganz so gefährlich, hier drauf rumzurennen, denn jetzt haben wir genügend Freifläche, wo wir darauf rumlaufen können. So. Ist aber erschreckend, wie viel Baumaterial man jedes Mal verbraucht hier, ne? So. Gucken, ob das wieder automatisch sich verändert. Ja, sehr gut. So, einmal frei. So, jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir wieder einen Bruchstein nehmen, den wir wieder so ein bisschen missbrauchen hier, mehr oder weniger, ne? So, ich hoffe mal, dass jetzt der richtige schon ist hier, den wir brauchen. So, gucken, ob die sich alle gleich verändern. Ist natürlich nicht gut. Jetzt. So, baut einen Schuh draus. Einwandfrei. Sehr schön, sehr schön. So, schon haben wir einen Turm, der auch wieder ein überlappendes Dach hat. Ne? Einwandfrei. Was ich ein bisschen schade finde, was jetzt natürlich nicht so schlecht wäre, wenn wir irgendwie noch einen Kupferzaun bauen könnten. Ähnlich wie die normalen Zäune, die wir aus Holz haben oder aus Stein. Wenn wir die auch aus Kupfer bauen könnten. Ich meine, man könnte auch theoretisch tricksen. Und hier einfach Dingsbumskirschen. Entweder ein Holzgeländer oder, naja, Diorit würde, glaube ich, nicht passen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Wir lassen es erstmal offen. Nach der Umbindung kommen wir es immer noch. So, wir bräuchten nochmal zwei Eichentüren, ne? Ich das richtig sehe. So, und hier können wir noch mal gucken. Hier müssen wir noch ein paar Sachen abreißen. Also die Steinsachen hier. So, haben wir hier genügend Platz drin. So, jetzt können wir natürlich gleich gucken, dass wir überall ein paar Fackeln reinhängen hier, ne? Natürlich jetzt ärgerlich, dass wir die nicht genau in die Mitte packen können, ne? Hätte ich natürlich jetzt gerne gehabt. Machen wir es so. X17. Dürfte genügend Lichteinfall bringen, quasi. Die Frage ist natürlich, ob wir hier auch noch Fenster setzen könnten. Und wenn es nur ein ganz kleines ist. Theoretisch, ne? Könnte man machen. Dann ist das hier nicht ganz so leer. Müssen wir bloß gucken, dass wir noch mal ein bisschen Glas organisieren, ne? Sollte gehen. So, dann brauchen wir bloß noch mal 4 Fenster, glaube ich, ne? 2 haben wir noch. Ja, also 6 Stück. 6 Stück brauchen wir noch. Beziehungsweise, wir werden mal 1 machen. Wir gucken mal, ob wir von hier aus vielleicht auch noch was ändern können. Sollte nämlich auch gehen, ne? Dann kommen wir von hier aus nämlich in den Dachboden rein.
So, die Sache ist natürlich, wie haben wir das hier unten gebaut? Ihr habt auch mit Diorit. Okay. Das heißt, wir bräuchten vier Schwarzeichentüren und noch mal ein bisschen Glas. Na gut, von den Türen haben wir zum Glück genug. Einzige, was wir brauchen, ist noch mal Glas. So. Schmeißen wir uns hier schnell noch mal ein bisschen was rein. So, Glas. Wo haben wir es denn? Da. Sollte schon reichen, ne? Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht. Sollte schon genügend sein. So. So, da müssen wir bloß noch mal eine kleine Umbaute machen. Beziehungsweise, bauen wir das hier genauso? Ach, das waren Glaskubusse, die wir hier reingebaut hatten, ne? Das waren gar keine normalen Fenster, das waren richtige Glaskuben. So. Ach, die haben wir sogar noch dabei. Gut, dann können wir die gleich nehmen. Bauen wir das hier oben nämlich auch nochmal so. Oder wir lassen es so, wie es jetzt ist. Theoretisch sollte es auch so gehen, ne? Hier müssen wir nicht großartig noch rumexperimentieren. Das Einzige, wo wir nochmal umbauen werden, sind halt die Außenteile. Einfach damit wir eine vernünftige Tür drin haben. So, dann Diorit. Und rein damit. Und rein damit. Ja, da kommt hier noch eine einfache Tür rein. Dann passt das. Wie haben wir die unten reingebaut? Nach außen. Ja. Dass nach innen der große Raum ist. Okay. Habe sie doch verkehrt rumgebaut. Ah. Habe sie doch verkehrt rum reingebaut. Ich war gerade so überlegen, so, na, war es jetzt doch verkehrt? Und ja, es war verkehrt. So, so wird ein Schuh draus. So, dann haben wir hier einen richtig schönen großen Bereich, wo wir dann mal gucken können, was wir damit anstellen. Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, das hier werde ich nochmal ändern. Das Holz ist mir ein bisschen zu hell, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da werde ich lieber irgendwie Birkenholz oder so nehmen, was ein bisschen dunkler ist. Da bin ich dann ein bisschen wählerisch, wenn ich ehrlich bin. So, und oben hat man gesagt, braucht man noch Türen, ne? Bevor ich jetzt nämlich hier wieder wegrenne. Oben braucht man auch noch zwei Türen. So, aber hier müssten wir theoretisch von hier außen bauen, ne? Oh. Scheint gar nicht zu gehen, ne? Ist ja auch kurios. Ah, so rum geht's. Was wär's jetzt gewesen, wenn das nicht gegangen wäre? Das wär's aber jetzt gewesen. So, aber funktioniert. So, dann machen wir oben noch die Fenster rein und dann sind wir hier durch. Sehr schön. Dann haben wir hier oben alles fertig. Fenster rein und gut.
So. Turm auch abgeschlossen. Hätte natürlich jetzt auch überlegen können, dass man gesagt hätte, wenn der Turm ein klein bisschen weniger Grundfläche gehabt hätte, hätte man sagen können, man macht hier alles voll mit Lagerfeuern, dass es wie eine Art Leuchtturm ist, ne? Man theoretisch auch machen können. Ich muss gestehen, das Dach vom Turm hier hätte sogar ein klein bisschen spitzer sein können. Hier ist es jetzt ironischerweise relativ flach. Hier oben hätte es ruhig ein bisschen spitzer sein können. So, dann haben wir die obere Etage auch soweit durch. Können wir erstmal die Materialien zurückbringen, ne? Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Beziehungsweise wir gucken mal bei Holz. Holzbauteile. Da hat man gesagt, wir wollten Fichtenholz nehmen, ne? Anstelle von dem Schwarzeiche hier, was wir hatten. So, dann machen wir das nämlich lieber so rum. Okay, da müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Da werden wir ein bisschen mehr brauchen, nehme ich stark an. Was wir aber noch mal brauchen werden, sind... Ja. Balken werden wir noch mal brauchen. So, Glaskubus können wir wieder zurückpacken. Und theoretisch auch die Metallteile. Ne? Metallteile brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. So. Können wir die nämlich erstmal auslagern. So. Dann können wir hier vorne weiterbauen. So, da müssen wir eine Etage nach oben. So, dann ist jetzt der nächste Step, erstmal hier wieder alles abzumachen. Hier erstmal rauszureißen. Hat erstmal das ganze helle Holz raus hier. Hat ein bisschen was von Fachwerkhaus dann quasi, ne? So, dann müssen wir mal gucken. Ich wollte sagen, wir nehmen das dunkle Holz hier. Ja, sieht deutlich besser aus. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Bin noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich hier auch noch so ein bisschen wie Fachwerk reinbaue. Könnte man theoretisch auch noch machen. Müssen wir bloß gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Denn... Muss ich gucken, dass ich keinen Denkfehler habe. Hier ist schon mal ein Denkfehler. So. Nächste wäre hier. Das nächste wäre hier. So. Dann haben wir hier leicht so ein bisschen Fachwerkstil drin. Das gefällt mir nämlich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. So, oben können wir das Ganze dann nämlich auch nochmal machen. Muss gucken.
Hier muss eins hin. Hier kommt das zweite und hier dann das dritte. So. Ansonsten brauchen wir wieder Fichtenholz. Machen wir das als erstes. So, ordentlich aussieht. So. Brauchen wir ganz schön viel, aber das Gute ist, das Fichtenholz hier, was wir jetzt hier verbauen, das ist das, was ich ursprünglich hier als Boden drin hatte oder als Decke, ne? Je nachdem, von welcher Etage wir jetzt ausgehen. Ah, sieht besser aus, denke ich. Sollte besser aussehen. So. Dann müssen wir bloß noch mal gucken, wie wir das jetzt hier oben machen. Theoretisch gesehen könnten wir es ganz genauso machen. Das Problem wird werden, dass wir hier schlecht rankommen, ne? Da müssten wir theoretisch das hier noch mal rausnehmen. Hier hinten auch noch mal. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Kommst du nicht dran? Na gut. So, also nochmal. Muss mal kurz gucken. Das hier sollte hier dran. Das hier muss hier dran. Das wiederum kommt hier dran. Autsch. Gucken, dass wir hier schnell nochmal runterbauen. Hier oben natürlich auch noch. Das ist dann das Endstück sozusagen. So, und hier oben können wir theoretisch dann zubauen. So. Das wäre dieser Streich. Müssen wir bloß mal gucken, von wo die Streben jetzt abgehen hier, ne? Ist das nächste, würde hier drauf kommen. Das nächste würde hier drauf kommen. Hey, unter dem ersten Querbalken. Hier quasi. Jetzt. Okay. Die nächsten beiden wiederum wären dann in der Mitte hier. Mal gucken, dass ich mich jetzt hier nicht vertue. Müsste theoretisch hier jetzt sein, ne? Das müsste jetzt theoretisch hier hin. Boah, ich hoffe, ich verbaue mich jetzt hier nicht. Wird ein bisschen tricky jetzt hier mit dem Rumlaufen hier irgendwie, ne? So. Genau, das muss jetzt hier hin. So, dann haben wir das. Und der Rest muss eigentlich bloß noch zugebaut werden, ne?
wir schon wieder. Autsch. Können wir schon wieder abbauen. Wobei. Irgendwas passt hier noch nicht, ne? Ach, wir hatten hier Teile rausgenommen. Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Wir hatten hier Bauteile rausgenommen. Darum passt das hier nicht so ganz. Hier müssen wir natürlich wieder reinsetzen. So. So wird nämlich ein Teil draus. Mal gucken. So, so die richtigen Fichtenholz, ja. Richtigen. So, brauchen wir bloß noch hier oben zu machen, dann haben wir alles, ne? Das war dieser Streich. So, dann setzen wir hier wieder zwei Fackeln dran. Damit wir wieder ein bisschen Licht haben. Schon ist der Dachboden fast fertig. So. Dann muss man gucken, wie hier der Abstand war. 1, 2, 3 und dann 4. 1, 2, 3 und dann 4. Also hier quasi. Müssen wir das Ganze jetzt natürlich auch nochmal machen, ne? So. Dass wieder einheitlich ist. Hier müssen wir das natürlich auch wieder machen, damit es einheitlich aussieht. Ah, oh, da oben ist noch ein Stück Stein drin, ne? Den müssen wir natürlich noch liquidieren. Den wollen wir da natürlich nicht drinnen lassen. Ach, das ist alles noch falsches Holz, sehe ich auch gerade, ne? Müssen wir generell noch alles ausbauen oder austauschen. Das ist alles noch falsches Holz hier oben. Mal theoretisch das Holz schon mal wechseln. So, jetzt müssen wir bloß mal durchgucken. Welche Höhe ist das jetzt hier mit dem Fenster? 1, 2, 3, 4, 5. In der fünften Höhe müssen wir noch mal schwarz machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. So. Jawohl, haben wir hier nämlich auch schon gemacht. Einziger Unterschied, den wir jetzt natürlich haben, jetzt haben wir hier zwei unterschiedliche Baustücke drin, ne? Einmal linksrum, einer rechtsrum. Das geht natürlich nicht. Muss natürlich auch einheitlich sein. So.
ganze falsche Holz hier noch rausschmeißen. Ganze hier auch noch mal. Je dunkler das ist hier vom Licht her, desto schlechter sieht man den Unterschied zwischen dem Holz irgendwie, ne? Ist nicht ganz so cool. Macht die Sache ein bisschen komplizierter. Oh. Moin! Wundert mich, dass der hier hochgekommen ist. Eigentlich ist doch hier genügend Licht, oder ist das zu wenig? Ist der uns in Ruhe? Wo ist er hin? Genau, besser du kommst nicht wieder. So. Springen wir hier mal schnell hoch, damit wir hier rankommen. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt hier irgendwo noch irgendwelche widerlichen Bauteile übersehen haben, die hier eigentlich nicht sein sollten. So, und jetzt fehlt nur noch ein bisschen Dingsbumskirschen, ne? Bisschen Fichtenholz brauchen wir, glaube ich, nochmal. Ja. Müssen wir nochmal Fichtenholz holen gehen. Aber es ist heftig. Ich habe echt gedacht, dass das hier vom Licht her schon genügend ist. Aber ich bin ein bisschen unterschätzt. So, meine Freunde, ich würde auch mal sagen, kleine Folgenpause, denn wir sind wieder eine kleine Überlänge. Nächste Folge werden wir dann diese Wand zu Ende bauen und dann werden wir uns mal wieder im Dorf umgucken, was so ein bisschen der Status der ganzen Dorfbewohner angeht. Und wir müssen mal wieder gucken, dass wir unsere Tiere mal wieder ein bisschen züchten. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Minecraft. Bis dahin, bleibt mir schön gesund, drin gehauen und ciao, ciao.